Grüß Gott und herzlich willkommen bei uns im Weißen Bräuhaus. Ich freue mich ganz besonders, der Schirmherr dieser Bierinseln sein zu dürfen. Es ist für mich eine große Ehre. Und ich bin gebeten worden, ein bisschen was über die Craft-Bier-Szene zu sagen. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die vor vielen, vielen Jahren begonnen hat. Und sie hat eigentlich mit drei Hauptentwicklungen zu tun. Die erste Entwicklung ist die Entwicklung der Bierszene in den USA. Die zweite Entwicklung ist die Entwicklung der Bierwettbewerbe. Und die dritte Entwicklung ist die Etablierung der Biersommeliers hier im europäischen Raum. Und zur USA-Szene kann ich ganz persönlich ein bisschen was dazu beitragen, denn ich war, das muss ich nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben, 1985 zum ersten Mal dort, und zwar in Portland, Oregon, bei den Whitner Brothers. Und war als junger, habe noch nicht einmal meine Braumeisterausbildung gehabt, bin als junger Mensch dort hingekommen und die waren sehr freundlich und haben mir ihre Brauerei gezeigt und haben mich Biere verkosten lassen, von denen ich bis dato noch nichts gehört hatte, und fand es ganz spannend. Und vor allen Dingen fand ich eins spannend: die Brauerei war doppelt so groß wie unsere zu Hause und nannte sich Microbrewery. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich meinem Vater erzählt: Du Vater, wir haben hier ein Microbrewery. Und dann kam seine Antwort: Was haben Sie dir denn ins Bier geschüttet? Also ein ganz anderes Selbstverständnis, wie wir es hier in Europa haben. Aber die Szene hat sich entwickelt. Und bis heute eigentlich ungebrochen werden in den USA neue Brauereien gegründet, haben die Amerikaner die Lust nach dieser langen, langen Bierflaute, die durch die Prohibition ausgelöst worden ist, die Lust entdeckt, wieder neue Biere zu brauen. Und das ist da drüben auch ein richtig dickes Business geworden. Die zweite Linie war die Etablierung der Bierwettbewerbe, und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Lust der Amerikaner am Benchmarking zusammen. Man will sich vergleichen, man will in Wettbewerbe gehen, und so wurden auch sehr bald internationale Bierwettbewerbe etabliert. Und diese internationalen Bierwettbewerbe haben sich von den deutschen oder europäischen Verkostungswettbewerben ganz massiv unterschieden. Die DLG prämiert Biere nach Normen und sagt, wenn ein Bier einer Norm entspricht, dann ist es wert, eine Goldmedaille oder eine Silbermedaille oder eine Bronzemedaille zu haben. Das führt zur Normierung der Biere. Diese internationalen Wettbewerbe haben gesagt, wo ist in der Kategorie der Beste, wo findet Entwicklung statt, wo findet Leben statt. Und damit sind diese internationalen Wettbewerbe ein ganz aktives, vitales, lustiges Benchmarken und Wettbewerben. Und es werden tatsächlich die interessantesten Biere gekürt, und das führt wiederum dazu, dass die Braumeister sich anstrengen, in ihrem Bierstil die Biere noch ein bisschen interessanter zu machen. Also eine tolle Entwicklung. World Beer Cup ist natürlich einer der Klassiker geworden, und viele europäische Braumeister haben auch ihre Biere bei diesem World Beer Cup eingereicht, mit ihren Klassikern auch gewonnen, das darf man ja nicht vergessen, unser Haus auch, und sind natürlich mit diesen Ideen, diesen verrückten kreativen Ideen der Amerikaner in Berührung gekommen und gesagt, Mensch, könnte man ja auch mal probieren, ein IPA zu machen, oder könnte man auch mal probieren, den eigenen Stil etwas aufzumotzen. Die dritte Bewegung ist eine Bewegung der Biersommeliers. Vor 10 Jahren aus einer österreichisch-deutschen oder österreichisch-bayerischen Kooperation zwischen Wolfgang Stempfel und Axel Kispe entstanden, wurden dort vor 10 Jahren die ersten Biersommeliers ausgebildet. Wir haben Stand gestern 900 ausgebildete Diplom-Biersommeliers. Also in 10 Jahren eine doch ganz erhebliche Anzahl erreicht. Und diese Biersommeliers haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Lust, die Wiederentdeckung, die Neuentdeckung, das Spannende am Bier hier jetzt Frucht trägt und zu dieser Bewegung, die heute hier in diesen Bierinseln auch mündet, mit beiträgt. Und der Biersommelier hat nun die Aufgabe, die Biere zu erklären, die Biere zu beschreiben, aber auch die Biere zu empfehlen, die Kombinationen zu erklären. Und das sehen wir heute auch hier bei uns im Haus. Susanne Heck ist Biersommeliere, ist meine Vertriebschefin, ist eine Schneiderfrau. Ist eine Schneiderfrau durch und durch, hat lange im Export für mich gearbeitet, hat viel USA-Erfahrung auch und ist eine wirklich Könnerin ihres Metiers, und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern und lassen Sie sich von ihrer Kompetenz begeistern, und sie wird Ihnen heute das Thema Bier und Schokolade näher bringen, und ich kann Ihnen garantieren und ich versichere es Ihnen, wenn Sie sowas mal verkostet und wenn Sie sowas mal gemacht haben, das Suchtpotenzial, das ist riesig. Also ja, ich möchte mich noch ganz herzlich bei den Initiatoren, bei den Nikola und beim Holger bedanken für diese wunderbare Idee, und ich denke, es ist eine großartige Idee, es ist ein großartiges Team, es ist eine großartige Umsetzung, und damit verdient ihr großartigen Erfolg.